Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Sie haben die Möglichkeit, Ihre jeweilige Sprache in Deutsch, Französisch oder Russisch an der Konferenz teilzunehmen. Ich bevorzuge es heute in Deutsch zu sprechen, weil es ja doch auf sehr prägnante Dinge ankommt. Ich möchte hier keinerlei Zweideutigkeiten aufkommen lassen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser kurzfristig einberufenen Konferenz über die Ergebnisse der ukrainischen Parlamentswahlen des Jahres 2012 vom 28. Oktober dieses Jahres und über Fragen der künftigen Entwicklung und des Ausblicks der Beziehungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Ich höre gerade, dass noch einzelne Kollegen an der Debatte über Schiefergas teilnehmen wollen. Es wird hier eine sehr heftige Debatte über die Förderung von Schiefergas im Gange, was ich verstehen kann, weil ich ebenso wie einzelne grüne Kollegen heute ziemlich empört war über den Lobbyismus, den hier diese Energiewirtschaft betrieben hat. Ich habe zunächst folgende Änderung bekannt zu geben. Der Kollege Juri Miroschnitschenko von der Partei der Regionen hat kurzfristig absagen müssen. Er nimmt an Budgetverhandlungen teil und er wird heute vertreten durch den Kollegen Kuchara, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig vernommen habe. Herzlich willkommen. Ich werde Ihnen dann im Anschluss dann noch das Podium eigens vorstellen. Zunächst einige Grundinformationen für alle, die sozusagen mit der ukrainischen Verfassungslage oder mit der Parlamentssituation nicht so vertraut sind. Am 28. Oktober 2012 haben diese Parlamentswahlen stattgefunden. Es sind insgesamt im ukrainischen Parlament 450 Abgeordnete zu wählen gewesen. Die Legislaturperiode in der Ukraine dauert 5 Jahre. Die Hälfte der Abgeordneten wird über Parteilisten gewählt und die andere Hälfte wird über Direktmandate in einzelnen Wahlbezirken gewählt. An dieser Wahl haben insgesamt 26 Parteien teilgenommen, von denen 5 Parteien die 5%-Hürde überschritten haben und in das Parlament eingezogen sind. Nach dem derzeitigen vorläufigen Wahlergebnis hat die Partei der Regionen des Präsidenten Janukowitsch ziemlich exakt 30% der Stimmen erhalten und derzeit 187 Mandate. Die größte Oppositionspartei der Frau Timoschenko, Vaterland, hat gemeinsam mit anderen Oppositionsgruppierungen insgesamt 25,54% erhalten und hat 103 Mandate erlangt. Die Partei des Sportlers Vitali Klitschko hat derzeit 13,96% und 40 Mandate. Die Kommunistische Partei der Ukraine hat 13,18% erlangt und insgesamt 32 Mandate und die Partei Svoboda, also Freiheit, hat 10,44% erlangt und 37 Mandate. Dieses Wahlergebnis deckt sich ziemlich exakt mit den Ergebnissen der Exit Polls, die man bereits während des Wahlganges durch unabhängige Journalisten insbesondere durchgeführt hat, sodass man davon ausgehen kann, dass dieses Ergebnis ziemlich eindeutig das politische Verhältnis und das politische Wollen der ukrainischen Bevölkerung ablichtet. Es hat aufgrund einer Entscheidung der zuständigen Wahlkommission eine Anordnung in 5 Wahlbezirken für Nachwahlen gegeben, sodass, wenn diese 5 Wahlbezirke ihre Nachwahlen durchgeführt haben, dann das endgültige Ergebnis feststehen wird. Diese 5 Mandate, soweit ich weiß, sind das alles 5 Direktmandate, sind derzeit jedenfalls nicht besetzt und werden erst nach diesen entsprechenden Nachwahlen besetzt werden. Insgesamt haben eigentlich für mich erstaunlich, in einer erstaunlich hoher Zahl, 3.797 Wahlbeobachter an dieser Wahl teilgenommen. Das halte ich wirklich für präzedenzlos, was die Dichte der Wahlbeobachtung anlangt.
Europäische Union hat ebenfalls Wahlbeobachter entsandt. Es gibt eine Reihe unabhängiger Organisationen, die Wahlbeobachtungen durchgeführt haben. Und es hat im Anschluss an die Wahlen sofort massive Kritik, insbesondere von den Wahlbeobachtern der OSZE, gegeben, wo von einer schiefen Wahlkampfarena die Rede war, wo man vom Missbrauch der Verwaltungsressourcen gesprochen hat, von einem Mangel an Transparenz in der Kampagne, von Parteienfinanzierung und nicht ausgewogener Medienberichterstattung. Meine Damen und Herren, ich sage jetzt ausdrücklich dazu, das ist die OSZE-Wahlberichterstattung zu Ukraine, nicht etwa zu Österreich oder zu Großbritannien oder zu anderen europäischen Ländern. Ja? Es wäre aufgrund dessen, was hier kritisiert wird, durchaus auch möglich, mehr über ein anderes europäisches Land zu reden. Manches davon kommt mir aus meinem eigenen Heimatland Österreich bekannt vor, wenn ich etwa an die Wahlkampffinanzierung oder die Frage der Zuteilung von Sendezeiten im öffentlichen Rundfunk erinnere und selber schon als Oppositionsabgeordneter darunter zu leiden hatte, dann könnte das genauso gut über Österreich berichtet werden. Die Ukraine bemüht sich jetzt, aber unabhängig davon, wie die Wahlen zu bewerten sind, um eine europäische Richtung in ihrer Außenpolitik. Sie ist bemüht, ihr Justizwesen zu reformieren. Sie möchte europäische Standards erreichen, und das haben praktisch alle Parteien, ich vermute sogar mit Ausnahme der Kommunisten, die europäische Perspektive als wünschenswerte Leitlinie der ukrainischen Außenpolitik formuliert. Wir haben heute dazu ein interessantes Podium. Ich werde dann ersuchen, dass man die Debattenbeiträge entsprechend kurz hält, sodass wir auch ausreichend Zeit haben, die Diskussion im Anschluss daran durchzuführen, wobei wir jeweils sozusagen das gliedern, dass ich ersuche Sie alle in Ihren Diskussionsbeiträgen zunächst zu den Wahlen Stellung zu nehmen und dann zu den Perspektiven der Beziehungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Wir haben zunächst hier am Podium als Ersatz von der Regierungspartei Herrn Leonid Koschara, den ich herzlich begrüße. Herr Koschara ist selber Abgeordneter, frisch gewählter Abgeordneter der Partei der Regionen. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender seiner Partei und war früher, oder bis zur Stunde noch, war er führender Diplomat. Ich habe dann einen Vertreter der größten Oppositionspartei, Herrn Andrei Senchenko hier, das ist der Herr auf der rechten Seite, ganz außen. Er ist Mitglied des Vorstands seiner Partei, der Partei der Frau Timoschenko, ist Mitglied des Rechtsausschusses und gilt als Schattenfinanzminister. Das heißt, also sollte seine Partei in die Regierung kommen, wäre er der künftige Finanzminister, den ich Ihnen hier vorstellen darf. Ferner möchte ich Ihnen als weiteren Referenten den Herrn Bondarenko vorstellen. Oleg Bondarenko ist Journalist, hat Politikwissenschaft studiert, ist Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und arbeitet in der Agentur für strategische Kommunikation. Herzlich willkommen. Und ganz nahe bei mir auf meiner rechten Seite ist Mateusz Piskorski, den österreichischen Zeitungslesern vielleicht schon mittlerweile ein Begriff. Er ist der Chef einer unabhängigen Wahlbeobachtungsorganisation, aber er wird sich dann diesbezüglich auch noch selber vorstellen. Das kann er also selber auch sehr, sehr gut referieren. Mateusz Piskorski leitet eine internationale Organisation, die sich auf unabhängige Wahlbeobachtung spezialisiert hat. Und ich sage gleich dazu, ich arbeite gerne mit Mateusz Piskorski zusammen, weil er für mich die Gewähr bietet, keinerlei Großmachtinteressen zu vertreten. Ich habe insbesondere bei der OSZE nach meiner Wahlbeobachtung in Russland bei den Präsidentenwahlen den Eindruck gehabt, als ob dieser Bericht, der dort präsentiert wurde, bereits am Tag nach der Wahl im Grunde schon vor der Wahl festgestanden hatte. Ich hatte den Eindruck, dieser Bericht ist älter als der Wahlvorgang selbst. Gut, meine Damen und Herren, damit möchte ich meine Einleitung auch schon beschließen, und ich darf zunächst dich, Mateusz, bitten, dass du vielleicht ganz kurz deine Erfahrungen über den Wahlvorgang berichtest, und würde dann vorschlagen, dass wir dann weiter fortsetzen mit dem Herrn Kollegen Koschara.
Dann den Herrn Andrei Senschenko zu Wort kommen lassen und schließlich Herr Bondarenko, dass Sie dann das Abschlussreferat hier halten und dann steigen wir in die Diskussion ein. Bitte sehr. Thank you very much. Perhaps I will better speak English. Ja, vielen Dank. Ich werde Englisch sprechen. Also zuerst einmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir hier die Möglichkeit haben, über dieses doch sehr heiße Thema zu sprechen, nämlich die Parlamentswahlen in der Ukraine, die am 28. Oktober diesen Jahres stattfanden. Ich freue mich deshalb, weil das Thema dieser Wahlen und die ganzen Diskussionen rund um diese Wahlen nicht nur hier im Europäischen Parlament, sondern auch in anderen internationalen parlamentarischen Versammlungen, auch in internationalen Diskussionsforen. Also die Diskussionen da waren so kontrovers, was die einzelnen Aussagen und Bewertungen des Wahlvorganges anging, dass es sich wirklich lohnt, darüber zu sprechen. Und ich freue mich, dass die hohen Vertreter zweier großer politischer Kräfte aus der Ukraine heute bei uns sind. Und ich bin sicher, dass sie uns ihren eigenen Standpunkt bezüglich des Wahlprozesses darstellen werden, weil sie ja direkt impliziert waren und sozusagen Schlüsselfiguren in der ukrainischen Politikszene sind. Und dann sehe ich hier im Raum auch einige Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die auch bei den Wahlbeobachtungen in der Ukraine mit dabei waren, die mehrere Regionen, mehrere Orte des Landes besucht haben. Und ich hoffe, dass auch Sie uns Ihren Standpunkt, Ihre Eindrücke von den Wahlen vermitteln werden. Also, wenn ich jetzt eine ganz kurze Schlussfolgerung über den Wahlprozess in der Ukraine ziehen sollte, und ich habe ja schon einige Erfahrungen mit Wahlbeobachtungen. Ich war schon 2002 bei den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine dabei als Wahlbeobachter und ich war diesmal, dieses Jahr ebenfalls dabei. Und davor war ich ein Beobachter 2006, ebenfalls bei den Wahlen in der Ukraine, aber in einem ganz anderen politischen Umfeld damals. Aber wie gesagt, ich habe da doch einige Erfahrungen sammeln dürfen. Ich vertrete das Europäische Zentrum für geopolitische Analyse. Wie Herr Stadler schon erwähnt hat, ist das ein unabhängiges Gremium, eine unabhängige Organisation, die sich mit Wahlbeobachtungen befasst und es geht also um eine unabhängige Wahlbeobachtung. Also wie gesagt, die Wahlen in der Ukraine, das gilt auch für jegliche Wahl in jeglichem europäischen Land, da gab es durchaus Vor- und Nachteile, was den Wahlprozess und den Abstimmungsprozess anging. Die Wahlen in der Ukraine, die wir dieses Jahr beobachtet haben, sind immer so eine Art Test für die jeweilige Staatsstruktur. Und ich glaube, dass die Staatsstrukturen in der Ukraine diesen Test doch sehr gut bestanden haben, sagen wir mal vom organisationellen Standpunkt her gesehen. Die einzige Bemerkung, die einzige Beobachtung, die wir dazu geäußert haben, aber auch andere unabhängige Beobachter, waren die Majorz-Distrikte. Und ich hoffe, dass wir heute die Möglichkeit bekommen werden, über diese Eigenheit zu sprechen, also nämlich dieses Majorz-System in Polen, in meinem Heimatland und in anderen Ländern, wo wir über Wahlreformen nachdenken. Ist das auch ein Thema? Und in der Ukraine ist jetzt sozusagen der erste Testlauf durchgegangen worden mit diesem neuen Wahlsystem. Natürlich hat dieses System Vor- und Nachteile.
Und ich denke, das werden wir noch im Einzelnen besprechen können. Also ich habe den gleichen Eindruck wie 2010, dass es bedauerlicherweise mehrere Persönlichkeiten gibt, die die Wahlbeobachtung missbrauchen wollen für ihre politischen Ziele. Das bedeutet also, dass nicht jede Wahlbeobachtungsmission, die in der Ukraine war, auch wirklich unabhängig war. Einige hatten doch klare politische Sympathien und einige dieser Wahlbeobachtungsmissionen haben da doch auch Standpunkte dargelegt, die schon lange vor den Wahlen feststanden. Das ist nicht ein rein ukrainisches Problem, das gibt es auch in anderen Ländern. Und ich habe den Eindruck, dass einige Wahlbeobachtungsmissionen oder auch einzelne Wahlbeobachter ganz andere Wahlen beobachtet haben an diesem 28. Oktober. Denn sie kamen zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Deswegen sollte es vielleicht in Zukunft gemeinsame Wahlbeobachtungsnormen geben. Zum Beispiel einen gemeinsamen Fragebogen für sämtliche Wahlbeobachter, also sämtliche internationalen Wahlbeobachter, die dann in die Ukraine kommen. Dadurch würde der Beobachtungsprozess an sich gerechter und transparenter gestaltet. Aus europäischer Perspektive gesehen haben mehrere Kräfte auf diesen Wahlprozess in der Ukraine eingewirkt. Man hat versucht, die Legitimität des Wahlprozesses zu unterminieren und das Image der Ukraine als souveränen demokratischen Staat zu schwächen in Europa und in der Europäischen Union. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass wir heute die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen und auch darüber zu sprechen, welche Konsequenzen die Wahlen für die europäische Sichtweise auf die Ukraine haben. Ich bin der Ansicht, dass die Ukraine ein zeitgenössischer europäischer Staat ist. Und wir sollten die ukrainischen Wahlen auf dem gleichen emotionalen Niveau diskutieren, wie zum Beispiel die Wahlen in Polen oder einem anderen europäischen Land. Wie gesagt, jedes Wahlsystem hat Vor- und Nachteile, aber wir sollten die Legitimität des Wahlprozesses insgesamt nicht unterminieren. Vielen Dank. Ich möchte noch ganz herzlich begrüßen Herrn Mikola Dochitsky, das ist der ständige Vertreter der Ukraine hier bei der Europäischen Union. Ich heiße den Herrn Botschafter herzlich willkommen. Wo ist er? Ah, hier, ja. Herzlich willkommen, Herr Botschafter. Grüß Gott. So, wir fahren nun fort mit weiteren Kurzstatements von Ihnen, Herr Leonid Koschara, für die Partei der Regionen. Und würden dann nahtlos überleiten zur ersten Oppositionsstimme von Herrn Senschenko. Bitte sehr, Herr Koschara. Schönen guten Nachmittag und vielen Dank. Ich möchte zunächst den Organisatoren danken. Wir freuen uns sehr, dass die ukrainische Frage so wichtig ist außerhalb der Ukraine. Mr. Stadler. Herr Stadler, ganz herzlichen Dank an Sie. Die Wahlen sind vorbei in der Ukraine, aber die Debatten dauern an. Und mein Kollege Herr Senschenko, der hier sitzt, ist hierher gekommen. Er kam schon vor mir. Ich komme direkt aus dem Flugzeug aus Frankfurt. Die Ukraine hatte vor ein paar Wochen wieder einmal Parlamentswahlen.
das war meiner Auffassung nach Routine, regelmäßiger Ablauf. Die Ukraine ist ein Land, in dem es ungefähr alle zwei Jahre Wahlen gibt. Das letzte Mal war das 2010, das waren die Präsidentschaftswahlen und wir haben auch Kommunalwahlen. Das nächste Wahl ist in 2015 vorgesehen. Für viele Leute in meinem Land war die jetzt eben abgelaufene Wahl ganz normales, verfassungsmäßiges Verfahren, einfach Routine. Weshalb sind die Wahlen außerhalb der Ukraine so ein großes Thema? Da gibt es ein paar Punkte, die vielleicht ein bisschen was hinzufügen zum politischen Prozess in der Ukraine, ein bisschen nuancieren. Es ist kein Geheimnis, dass der Fall von Julia Tymoschenko, der früheren Premierministerin, in der Ukraine und außerhalb des Landes diskutiert wird. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass die Opposition in der Ukraine immer stark gewesen war. Meine Partei ist jetzt Regierungspartei, war aber zweimal in der Opposition. Und wir waren da wirklich eine harte Opposition. Die Opposition ist es heute immer noch hart in der Ukraine. Die Opposition versucht, die Ukraine und die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass diese Wahl ein entscheidender Schritt sein werden, ein Schritt nach vorn. Das wird eine außergewöhnliche Sache sein. Viele Beobachter, vor allem außerhalb, waren da durchaus inspiriert von diesen Erklärungen von unserer Opposition. Die glauben wirklich, dass die Wahlen etwas beträchtlich ändern in der Ukraine. Ich habe es Ihnen ja gesagt, es ist ein verfassungsgemäßes Verfahren in der Ukraine und die Wahlen selbst war eigentlich recht vorhersehbar. Ich sage Ihnen das so vorhersehbar, weil wir wirklich das System geändert haben. Jetzt sind wir wieder im Wahlsystem, das wir 2002 schon gehabt haben, ein gemischtes System. Die Hälfte des Parlaments, wie gesagt, wird durch Direktmandate gewählt und dann durch Distrikte und die andere Hälfte. Und die Wiedereinführung von Wahlen und Direktmandatdistrikten, das bringt ja auch ein gewisses Ton in die Wahlen hinein. Und wir haben eigentlich zwei Wahlen, die parallel ablaufen. Eine, die Nationen betreffen und dann 225 Direktmandate. Und was da auch ungewöhnlich war, und das ist auch hier zur Sprache gekommen, die riesige Anzahl von internationalen Wahlbeobachtern. Nach unserer Geschichte waren das wirklich eine Rekordzahl. 3.800 Leute waren das. 2004 waren es mehr als 14.000 internationale Beobachter gekommen waren, um die Präsidentschaftswahlen für 2004 zu beobachten. Ich meine, das ist nicht nur ein Rekordzahl für die Ukraine, das ist auch sonst ein Rekord für Gesamteuropa. Nach meiner Erfahrung und wie ich informiert bin, meine ich, dass kein Land im OSZE-Bereich so viele internationale Beobachter bei sich hatte über die Jahre hinweg. Also das kann man sicher sagen. Das Beobachtersystem aus 35 internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und von 28 einzelnen Ländern. Also überraschend war, dass die größte Mission aus Kanada kam. Es waren drei
Nein, 4 Beobachtungsmissionen OSZE ODIHR, da sind 800 Kanadier gekommen. Also das war wirklich eine Rekordzahl auch für das Land Kanada. Das ist ja ein großer Skandal in Kanada, wenn Sie da im Internet nachsehen. Da sehen Sie, ob Wahlbeobachtungsmission Ukraine, die sind jetzt im Kern eines politischen Skandals in Kanada zwischen den beiden großen Parteien, den Tories und den Labours. Also, ich will das jetzt nicht alles ausführen, warum viele Leute, die die Ukraine kennen, wissen, wie das zustande kam. So, jetzt noch zur Vorhersehbarkeit. Es ist ja kein Geheimnis. Die Partei der Region, meine Partei, die und die Regierungspartei in der Ukraine, war führend in der ganzen Wahlkampagne schon gewesen. Und wir haben ein Ergebnis, das den öffentlichen Umfragen sehr nahe kam, die da vor den Wahlen organisiert worden waren. Und eine andere Vorhersehbarkeit betraf genau den Wahltag. Direkt am Wahltag haben wir die ukrainischen Umfragen da gehabt und 2 Parallelzählungen sind da erfolgt. Die Zählungen, die von der Vereinten Oppositionspartei erfolgte und der Partei der Region, zeigten ungefähr dasselbe Ergebnis. Das besagt, dass kleinere Probleme, die wir bei der Wahl gehabt hatten, im Ablauf konnten das Endergebnis der Wahl nicht beeinflussen. Und abgesehen jetzt von den internationalen Beobachtern, hatten wir Tausende von einheimischen Beobachtern. Mein Land zum Beispiel hat 36.000 Beobachter in der Ukraine gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Beobachter die Vereinte Opposition vertreten haben, aber was ich von dem Sitz von Herrn Klitschko gehört habe, waren es 60.000 Beobachter. 60.000 Beobachter. Die ukrainische Kampagne am Wahltag war wohl die am meisten beobachtete Veranstaltung an diesem Tag weltweit. Hunderttausende von Leuten waren da und haben teilgenommen an diesem Wahlprozess. Und dann, ich habe Ihnen ja gesagt, es gab 2 Kampagnen, einmal Parteilisten und einmal Direktmandat, die Bezirke. Da hatten wir eine Reihe von Problemen, die sind ja auch wohl bekannt. Und jetzt gibt es eine Gerichtsentscheidung zur Neuwahl oder Nachwahl in 5 Distrikten. Und der Generalstaatsanwalt hat ein paar Strafrechtsverfahren eingeleitet gegen Kampagnenteilnehmer, die angeblich gegen das Gesetz und die Regeln verstoßen haben während der Wahl am Wahltag. Und wir werden sehen, was aus diesen Verfahren sich ergibt. Und dann noch ein paar abschließende Punkte. Es ist ja schon gesagt worden, es gibt da eine Art Kakophonie von Meinungen zur ukrainischen Wahl. Das tendiert von extrem positiv zu extrem negativ. Einmal ist es für mich, und das war jetzt für mich die 6.
Wahl. Also ich habe da jetzt wirklich Erfahrungen gemacht mit Wahlen. Also das zeigt auf der einen Seite, dass die Ukraine wirklich im Zentrum der europäischen und internationalen Aufmerksamkeit steht. Und auf der anderen Seite, das ist wiederum nicht so schön, scheint die Ukraine im Zentrum einer politischen Auseinandersetzung zu sein, die auch außerhalb der Ukraine abläuft. Da will ich jetzt keine EU-Mitgliedstaaten ansprechen. Ist es vielleicht leichter zu sprechen über Länder wie Kanada, wenn man hier ist. Und leider ist es eben so, dass die Ukraine im Rampenlicht der politischen Auseinandersetzung in einigen Ländern steht. Das ist so eine Art Falschdarstellung der wirklichen Wahlergebnisse. Und da geht da manches durcheinander. Nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern auch für diejenigen, die im Ausland leben. Ich will da jetzt Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen und stehe Ihnen natürlich dann nachher auch gerne für Fragen zur Verfügung. Besten Dank. Und jetzt Herr Senschenko, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich möchte Herrn Stadler ganz herzlich danken für die Organisation der heutigen Veranstaltung und dafür, dass ich heute hier teilnehmen kann und dass Sie Ukraine zum Thema gemacht haben. Für uns waren diese Wahlen nicht nur ein Wettbewerb der politischen Parteien. Wir vertreten zwei Strukturen, die traditionell in der Ukraine miteinander wetteifern. Es gab da Versuche, ein legitimes Partei zu formieren. Das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich. Das ist in anderen Ländern ja durchaus üblich, ein solches Parlament zu formieren. In der Ukraine ist das problematisch und das ist schon länger so. Wir haben immer wieder gesehen, dass da Entscheidungen nicht verfassungsgemäß erfolgt sind und das ist schwierig für das Parlament, eine Verfassung zu verabschieden. Da wurde das Mandat des Präsidenten künstlich ausgeweitet. Wir haben jetzt die ukrainische Regierung bestehend mit denjenigen, die für die Verfassung zuständig ist, die aber nicht verfassungsmäßig zusammengekommen ist. Das ist da in der Ukraine auf eine seltsame Weise legitim. Dann sind die Wahlen recht friedlich abgelaufen bis zur letzten Phase. Aber bei der Auszählung der Stimmen, da gab es ein paar Dinge, die keine Beispiele vorher hatten. Und viele haben die Kampagnen gesehen. Da gab es auch Vorfälle. Da gab es Polizisten, die in Wahllokale gestürmt sind und die Wahlergebnisse dann für die Ukraine festgestellt haben und haben da Einfluss genommen auf die Zusammensetzung des Parlaments in der Ukraine und eben der Regierung in der Ukraine. Was da jetzt irgendwie so als Zufall aufscheint bei den Wahlen, das sind eigentlich nicht so sehr Zufälle gewesen. Ich denke, das ist die Grundlage einer, linde gesagt, nicht ganz korrekten Vorgehensweise von Anfang an beim Wahlkampf. Es begannen künstliche Manipulationen, auch beim Gesetz, beim Parteienrecht und dass die Parteien teilnehmen in den verschiedenen Distrikten und den verschiedenen Wahlkommissionen. Die zentrale Wahlkommission hat mit ihrem Beschluss eine Ordnung festgelegt. Das hat sich ziemlich weit entfernt vom Gesetz. Und da wurde dann die Zusammensetzung der Wahlkommission festgelegt, das ist durchaus manipuliert erfolgt.
da kamen viele Parteien nicht hinein, die ins Parlament wollen, wie zum Beispiel Svoboda. Und dabei hat der Herr Stadler schon gesagt, es nahmen da einmal diejenigen, die nach Listen gewählt worden sind. Also da gab es immer wieder Manipulationen. Es gab da 80 Parteien, aber da hatten wir 60 Parteien und die sind diejenigen, da gibt es die Sofa-Parteien, da gibt es eine formale Registration und eine Person, aber diese Parteien hatten die Möglichkeit, ihre Vertreter überall in der Wahlkommission im Land zu zeigen. Und selbst ihre Vertreter sind dann in der letzten Phase aufgetreten, haben Schlussfolgerungen gezogen und haben das völlig falsch dargestellt und haben zum Beispiel 12.000 Stimmen zugunsten des Oppositionskandidaten versucht, der Regierungspartei zuzuschreiben. Und das, was jetzt wie ein Kompromiss aussieht, dass man da nach Kreisen vorgeht, also man versucht da nicht die Wahlen zu modellieren, das ist ein bisschen wie ein Schachbrett. Und da ist es so, wie wenn einer verliert und schmeißt einfach das Schachbrett um und sagt, wir machen das nochmal. Worin besteht dann da eigentlich der Kompromiss? Und ich muss sagen, das ist nicht das Problem von kleinen Wahlkreisen. Es gibt da Unterschiede, nicht bei zig Stimmen oder Hunderten von Stimmen. Und dann gibt es auch gewisse Zweifel bei den 35. Wahlkreis in der Ukraine, wo der Unterschied zwischen Regierung und Opposition nicht so sehr groß ist. Da wird die politische Karte des Landes und des Kurses festgelegt. Wenn wir sprechen über die Verhältnismäßigkeit der Repräsentation, dann Sie sagen, dass wir da ein positives Ergebnis bekommen haben. Drei Parteien gibt es, die in der Opposition gegen die Regierung sind und sie haben mehr bekommen und sie haben da mehr bekommen als die Regierungspartei teilweise in manchen Bezirken. Und dann zeigt sich leider, dass die Programme und die Dialoge, die da durchgeführt werden, mit dem Geld, das für die Wahlen eigentlich gedacht gewesen war. Und man hat da doch versucht, Stimmen zu kaufen und irgendwie zu manipulieren. In allen Wahlen sagt man, es gibt Verstöße, aber so richtig schwerwiegend sind sie nicht. Aber was ist schwerwiegend, nicht schwerwiegend? So, es gibt zum Beispiel die Wahllokale und da gibt es sagen Sie, 25 Stimmen in jedem Wahllokal, das die Opposition vielleicht nicht bekommt. Ich sage jetzt nicht, auf welche Weise, sondern eine andere Partei, das macht dann, das war in 2002 gewesen, also das sind dann insgesamt doch ziemlich viele Stimmen. Es sind dann letztendlich über 1000 Stimmen gewesen, also das ist dann schon etwas, was der Regierung zukommt. Und ich habe hier gefälschte Fragebogen mitgebracht, mit denen man die Fragen in einem Wahllokal manipulieren wollte. Zum Beispiel in der Krim, da wohne ich und da habe ich auch mich eingesetzt für die Organisation der Wahlen. Das ist ein Wahllokal in Jalta. 87 falsche Fragebogen von Kranken wählen gibt es. Da gibt es bei uns so diesen Anachronismus, dass man zu Hause wählen kann, wenn man krank ist, weil man halt nicht ins Wahllokal kommen kann. Und es ist nachgewiesen, das sind gefälschte
Fragebogen und ich habe mich da auch an den Staatsanwalt in der Krim gewandt und an den Stellvertreter des Staatsanwaltes in der Ukraine und ich habe eine dreiseitige Antwort bekommen und hat gesagt, wenden Sie sich an die Wahlkommission. Ja, stellen Sie sich vor, dass in jedem dieser Wahllokale, das sind ja tausende im Land, eine solche Menge von Manipulationen erfolgt und da eben die Stimmen anders abgegeben werden. Das ändert schon das Bild der ukrainischen Regierung und das verzerrt die Wahl des ukrainischen Volkes und das Bild der Regierung. Und ich möchte nun all denjenigen danken, all die nicht gleichgültig waren, den Ländern, die sich eingesetzt haben, die ihre Wahlbeobachter in die Ukraine geschickt haben. Das ist für uns sehr wichtig und es ist auch sehr wichtig, dass sie die richtigen, korrekten Schlussfolgerungen ziehen im Zusammenhang mit den ukrainischen Wahlen, dem Gesetzen, nach denen die Wahl abgelaufen sind, nach den Ergebnissen dieser Wahlen. Und wir hoffen, dass wir als Bürger Schlussfolgerungen ziehen können, als Politiker, dass die Situation im Land geändert werden kann. Und wir hoffen natürlich auch darauf, dass die ihre Aufmerksamkeit weiterhin existiert. Das ist eine europäische Integration der Ukraine gibt. Das ist nicht einfach ein Wort, es ist ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, das wir erreichen können, wenn wir die Situation im Land ändern können, wenn wir eine legitime Vertretung haben, wenn wir demokratische Wahlen bei uns haben. Dankeschön. Danke sehr, Herr Kollege. Thank you very much, dear colleague. Now, ladies and gentlemen, you will have noticed that the political positions differ and that filters through into their view of the observations, but we have a journalist here, so hopefully we can have an independent account. So Wojciech Bodarenko, could I ask you to just tell us about your agency briefly and then to give us your report on the observations during the Ukraine elections. Danke sehr. Спасибо вам большое, господин Штадлер. Vielen Dank, Herr Stadler. Mikrofon für den Herrn, bitte. Vielen Dank, Herr Stadler, für die Möglichkeit, teilnehmen zu können an dieser interessanten Diskussion im Europäischen Parlament. Ich war kein internationaler Wahlbeobachter, aber ich bin schon mehr als 7 Jahre befasst mit verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine, politische Frage im Consulting. Und ich kann sagen, dass für mich in diesen Wahlen, wenn man da spricht über die heikle Frage der möglichen Fälschungen, ihr Umfang, da kann ich sagen, ich war in einem Wahllokal in Kiew, in Danica, in der Nähe von Kiew. Da ist der Sekretär des Kiewer Stadtsowjets gewesen, eine Frau, Businesswoman, und sie hat da einige hundert Stimmen abgegeben, die hat da einige hundert Stimmen gewonnen und hat dann da die radikale Partei Viljonko vertreten und man hat auf diese Premiere da geachtet. Das ist ja der administrative Sache, die aber eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung hat. Aber die künftigen Aussichten der Ukraine nach den Wahlen, da möchte ich einige Punkte erwähnen. Zunächst einmal die Vereinigten Staaten haben da keine Wahlbeobachter schicken können. Sie sind nicht zugelassen worden. Man hat da die Legitimität der Wahlverfahren auf verschiedene Grundlagen gestellt. Und das Wesentliche für die Ukraine ist, dass die europäische Integration funktioniert. Und das steht auch da noch ein anderer Vektor, der russische Vektor. Das Thema, das wir heute diskutieren, und
und die Perspektive der Beziehungen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union nach den Wahlen. Das ist in erster Linie verbunden mit der Intensität der Vertiefung der Politik, der Ostpolitik von Kiew. Interessant ist es, dass da man sie integrieren will in die russische Strukturen, aber da kann die Ukraine sich ausdehnen über die normale Legitimität. Aber eine wichtige Erweiterung des russischen Parlaments kann in der nächsten Zeit bereits darüber sprechen, über die Notwendigkeit einer Vertretung in der Ukraine. Und was interessant ist, die Integration der Ukraine in Richtung Osten kann oder muss nicht unbedingt einen konfrontativen Charakter haben. Ganz im Gegenteil, es kann die Möglichkeit geben, den Vektor mit der europäischen Zusammenarbeit weiter zu behalten, aber gemeinsam mit Russland. Mit Russland kann die Ukraine mit Europa die Perspektive haben, durch in Zukunft zu haben, insbesondere wenn es weitere Wahlen gibt. Und dann gibt es das Format der Euro-Integration. Das hat viele Plus, aber das größte Plus besteht darin, dass es keine Konfrontation in diesem Szenario gibt bei der europäischen Integration der Ukraine. Bis zur letzten Wahlkampagne war die Ukraine immer gegründet auf ihre Kultur des Ostens und des Westens und der entsprechenden Werte. Und es gab sehr viele Leute, die sich gedacht haben, es wäre sinnvoll, die Ukraine aufzuteilen nach Westteil und dem Ostteil, dass es im Augenblick kein Thema. Die Ukraine gehört zu Europa, nicht nur geografisch gesehen, sondern auch von der Zivilisation. Die früheren Tagesordnungen, die bis jetzt immer noch bleiben, sind etwas anders. Es gab aus der Zeit des Eisernen Vorhangs, als es noch den kommunistischen Osten und den christlichen kapitalistischen Westen gab. Aber das haben wir jetzt nicht mehr, kommunistisch und atheistisch oder christlich. Die heutige Tagesordnung ist anders gestaltet. Es hat ein neues Koordinationssystem. Man geht Richtung Osten, Süden. All diese Konflikte, die es gibt in Europa und in der Welt, tragen genau diesen Charakter. Sie befinden sich im System der Konfrontation mit dem Süden, nicht Westen-Osten, sondern Norden-Süden. Und die Ukraine, Russland und Europa befinden sich da auf einer Seite. Und dieses Konzept ermöglicht auch am erfolgreichsten meiner Auffassung nach eine europäische Integrationspolitik durchzuführen, sowohl für Kiew als auch für Moskau. Insbesondere ist offensichtlich, dass was vor einigen Jahren geschehen ist, dass die Ukraine unter Timoschenko in die WTO eingetreten ist. Da gibt es viele internationale Sachverständige, die gesagt haben, das ist nicht unbedingt vorteilhaft für die Ukraine gewesen. Die Ukraine hat verloren im Dialog mit Europa und der WTO. Da musste doch ja auch viele Parameter noch geändert werden. Und gleichzeitig ist der Eintritt Russlands in die WTO mit Ländern wie zum Beispiel von Belarus beinhaltet einige Plusse. Und diese Verhandlungen sind sehr lange abgelaufen. Aber heute kann man gemeinsam auftreten. Und das gibt eine wesentlich zuverlässigere Position und mehr Zuverlässigkeit auch der Interessen, die es gibt in jedem Staat. Und um diese Konzeption beizubehalten, da kann man bereits in kürzer Zeit eigene internationale Legitimität erreichen. Nicht nur im europäischen, sondern auch im russischen Parlament. Da gibt es vielleicht gewisse Gefahren, wenn die Ukraine in diesem Koordinatensystem Süden und Osten bleibt. Ich kann nur hoffen, dass dieses Koordinatensystem nicht lange bestehen bleibt und dass die Konfrontativität der ukrainischen Politik auf der heutigen Tagesordnung nicht fortgeführt wird. Danke. Danke sehr, Herr Bodarenko. Wir haben also, wie gesagt, vier Statements gehört. Wir haben zwei unterschiedliche Sichtweisen der Fairness der Wahlen.
Ich möchte dazu sagen, dass keine Wahl quer durch Europa völlig pannenfrei abläuft. Ja, ich meine, da möchte ich jetzt einfach auch ein bisschen mit Augenmaß meinen Kollegen aus der Ukraine sagen, dass sie also hier nicht, dass man hier nicht übertrieben die Dinge von oben aus europäischen Mitgliedsländern sehen sollte, weil es praktisch in keinem Land gibt es friktionsfreie Wahlen, die alle Gruppierungen, alle politischen Gruppierungen zufriedenstellt. Ich möchte bei der Gelegenheit aber auch noch nachtragen, dass es ja auch unabhängige Kandidaten gegeben hat, die jetzt abseits der bereits genannten Parteien, die in das ukrainische Parlament eingezogen sind, auch Mandate geschafft haben. Etwa drei Vertreter der geeinten Mitte, die direkt durch die Direktwahl eingezogen sind ins Parlament. Zwei Vertreter der Volkspartei, ein Vertreter der Union, 43 Vertreter unabhängiger Listen, das heißt also unabhängige Kandidaten, die nur mit ihrer eigenen Persönlichkeit in diesen Wahlkampf gegangen sind, sodass 49 direkt gewählte Abgeordnete dem ukrainischen Parlament angehören, die keiner der Parteien angehören, die über ihre Wahllisten in das Parlament eingezogen sind. Das ist ein, durchaus ein bemerkenswertes Signal demokratischer, direkt demokratischer Reife, würde ich einmal auch anerkennend feststellen wollen. Ich habe auch Ihren Ausführungen, Herr Bondarenko, sehr interessiert zugehört, wie ein Journalist die Rolle der Ukraine künftig sieht. Das ist für uns von herausragender Bedeutung, jetzt unabhängig, wie man die Wahlergebnisse bewertet. Wir haben sie ja letztlich auch so zur Kenntnis zu nehmen, weil es ja letztlich eine souveräne Entscheidung der Ukraine selbst ist, wie sie ihre demokratischen Institutionen zusammenstellen. Wir haben sie von außen allenfalls zu bewerten in Bezug auf die Reife der Ukraine, was die europäische Annäherung anlangt. Aber dann darüber hinaus interessiert uns natürlich auch, wie man selbst die Rolle der Ukraine in der Zukunft in Bezug auf die, das Verhältnis zur Europäischen Union, aber auch in Bezug auf das Verhältnis zu Russland sieht. Und daher war Ihr Debattenbeitrag sehr, sehr interessant. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich habe gesehen, keine weibliche Kollegin aus dem EU-Parlament ist hier, es sind ausschließlich männliche Kollegen hier. So, damit darf ich in die Diskussion einsteigen und darf Sie um Ihre Fragen bitten und um Ihre Wortmeldungen. Es können Debattenbeiträge gebracht werden, es können aber auch Fragen gestellt werden, und zwar völlig ohne jede Form von Zensur. Bitte, ich darf bei Ihnen anfangen und dann darf ich bei Ihnen, Herr Kollege Stojanov, fortsetzen. Bitte sehr. Dobrý deň. Wenn Sie vielleicht auch dazu sagen, wer Sie sind und wen Sie vertreten, für wen Sie hier sind. Can you repeat English, please? If it is possible to say who okay, are you? Okay, okay. And ich bin André Changé, ich komme von der Demokratischen Allianz und ich bin auf dem Europäischen Parlament. Ich habe zwei Fragen an den Eurodeputaten. Ich würde Sie gerne fragen, sehen Sie, dass in diesen Wahlen die administrative Ressourcen gut ausgenutzt worden sind, in der vertikalen Macht von oben nach unten, und wenn es da so einen gewissen Druck gibt, wenn das nachgibt, wenn der Herr spricht fast ukrainisch und ist sehr schlecht für uns zu verstehen. Ukrainisch ist eigentlich nicht vorgesehen. Es wäre besser, er würde klarer Russisch sprechen. Wir versuchen es. Und Andrei Senchenko, sagen Sie uns bitte, wie ist es bei der Opposition? Wie werden Sie jetzt auf der Grundlage der Wahl agieren? Werden Sie arbeiten mit der Mehrheit, die jetzt gewählt worden sind? Haben Sie da wirklich die Möglichkeit, eine Oppositionsmehrheit zu bilden? Ich würde vorschlagen, wir beantworten gleich. Das macht die Diskussion lebendiger. So, we'll take questions one by one. Ja, ich denke, wir werden dann die Fragen eine nach der anderen behandeln. Andrischenko, спасибо за вас. Vielen Dank, Herr Andrischenko. Ich werde Englisch sprechen, sagt der Herr. So, thank you, also herzlichen Dank für diese Frage.
in Bezug auf die Verwendung von administrativen Ressourcen. Ich würde darauf Folgendes antworten. Also der politische Begriff administrative Ressourcen wurde nach einigen Wahlen eingeführt. Ich glaube nicht, dass Sie einen derartigen Begriff finden werden in Bezug auf andere Wahlen im Westen und in der Ukraine oder im Osten. Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass ein Beamter, ein öffentlicher Beamter, sein Amt dazu benutzt, sich selbst oder jemand anders nach vorne zu bringen im Rahmen der Wahl, also sich einen Vorteil zu verschaffen. Und gleich am Anfang der Kampagne hat Präsident Janukowitsch gesagt, dass Mitglieder des Ministerkabinetts, die Gouverneure der Regionen und hohe Beamte auf kommunaler Ebene sich nicht kandidieren sollten. Er und die Regierungspartei wollten verhindern, dass diese sogenannte administrative Ressource eingesetzt wird. Und wenn Sie unsere Kandidatenliste sehen, dann sehen Sie, da sind ein paar Minister drauf, zwei Vizepremierminister. Wir wissen, dass einige Gouverneure dann auch an der Wahlkampagne teilgenommen haben. Einige haben gewonnen, andere haben verloren. Das gilt auch für einige hochrangige Beamte. Vielleicht wussten diese Leute einfach nicht, was auf sie zukommen wird in politischer Hinsicht. Und auch Leute aus der Exekutive, die dann die Wahlen gewonnen haben, die müssen jetzt entscheiden, ob sie Abgeordnete werden wollen oder ihre Position weiterhin innehaben möchten. Also ich weiß aber nicht, ob zum Zeitpunkt, wo sie dann eine Entscheidung treffen, werden sie dann auch wirklich noch diese Position innehaben. Also das Ergebnis war eigentlich schon einige Wochen vor den Wahlen, zeichnete es sich ab, und deswegen war es für die führende Partei nicht notwendig, diese sogenannte administrative Ressource überhaupt einzusetzen, weil uns allen klar war, dass auch die Wahlkampagne und auch die Wahl selbst sehr genau beobachtet wird. Aber natürlich passiert das auch besonders in einigen Distrikten. Das liegt daran, dass es da an demokratischer Tradition in der Ukraine mangelt. Und das liegt auch an dem verständlichen Wunsch zu gewinnen, um jeden Preis zu gewinnen. Und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen in die Wege geleitet bezüglich des Wahlprozesses. Und wir werden sehen, wohin diese Untersuchungen führen werden. Und da werden vielleicht auch Personen vor Gericht gebracht wegen Verletzung des Wahlrechts. Wir werden es sehen. Gut, das ist eine schlechte politische Traduktion. Sie ist gegen das Gesetz, und es gab mehrere solcher Fälle. Und wie gesagt, deswegen findet jetzt eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft statt, und es gibt Nachwahlen in 5 Wahlbezirken. Das wäre meine Antwort auf Ihre Bemerkung. Vielen Dank, verehrte Kollegen. Es gibt eine Wahltheorie und es gibt die Realität in der Ukraine. Und man muss sagen, dass die Regierung im Land ist sehr gut organisiert, sehr strikt organisiert, straff, und ist sehr technologisch an die Wahlen herangegangen. Die Wahlen sind im Interesse der
Regierung und Sie haben auch die Justizwesen mit hereinbezogen. Alle Gerichtsprozesse, zum Beispiel im Zusammenhang mit Julia Timoschenko, wurden instrumentalisiert und die Beteiligung des Justizwesens im Sinne der Regierung haben in der Region, in der ich teilgenommen habe an den Wahlen, wo ungefähr 2 Millionen Menschen leben, haben wir 100% der 100% der Fälle, die sich auf jeden Fall beim Gericht durchsetzen konnten. Die Regierung hat die maximalen Verwaltungsressourcen nutzen können und das weiß ich nicht, meiner Region, das ist der erste Wahlkreis und der Bildungsminister der autonomen Bezirk in der Krim hat ein Mandat bekommen. Leider bekommt sie dann das Mandat, alle Lehrer, die praktisch verwaltungsmäßig nicht geschützt sind vom ihren Vorgesetzten, bekamen die Anweisung, mit Mobiltelefon Kameras ihr Wahlzettel zu fotografieren und das dem Direktor direkt nach den Wahlen vorzulegen. Die Wahl war so absurd. Meine Schwester arbeitet in einer Schule mit einer Lehrerin und vor der Wahl hat der Direktor angerufen und sie wusste, dass ihr Bruder Oppositionspolitiker ist und dass er in der Opposition tätig ist und man hat versucht, eben auch eine solche Anweisung zu geben. Das ist die absolute Nutzung der Verwaltungsressourcen, die gestützt sind auf diese Paralyse des Justizsystems. Auch ein Arzt zum Beispiel wird angewiesen, diesen Anweisungen zu folgen, seine Wahl anzugeben. Niemand kann in der Ukraine seine Rechte schützen. Der ukrainische Wähler ist auch wirtschaftlich nicht geschützt. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben da ein kleines Dorf irgendwo auf dem Land und die mittlere Rente liegt ungefähr bei $100. Und die Bestechungsgelder für die Wahlkommission, das ist praktisch $1.000, das ist die Jahresrente eines solchen Menschen. Und da kann man praktisch nur noch davon leben, was der Staat als Rente gibt. Das geht fast gar nicht mehr. Und es haben viele Menschen da auch teilgenommen an diesen Manipulationen, weil sie da Geld dafür bekommen haben. Und die Regierung ist da sehr technologisch herangegangen, so wie sie das eben kann. Und auch auf der Grundlage ihrer Vorstellungen. Und insgesamt gibt es einen Druck auf die unabhängigen Medien und es gab auch Druck insofern auf die Medien, dass sie praktisch monopolisiert sind, dass wir oligarchische Clans haben, die sich dafür einsetzen. Es gab gar keine gleichberechtigten Möglichkeit, sich zu informieren über die Medien, über die Möglichkeit, zum Beispiel aber auch andere Bürger von anderen Positionen zu überzeugen. Alles stand dermaßen unter Druck durch die Massenmedien, die eben nur die Position wiedergegeben haben, die Regierung hatte. Das sind die Verwaltungsressourcen, die eben dazu herangezogen wurden, die Wahlen durchzuführen. Dann habe ich auch davon gesprochen, dass es in der Ukraine eben eine sehr schwierige Situation herrscht. Und wenn die Wahlen nur proportional erfolgt werden, dann wäre das wesentlich weniger und die Opposition hätte auch mehr Stimmen bekommen. Und die dieser 13 Bezirke, die nur Wahlergebnisse haben mit gefälschten Wahlscheinen, also das sind etwas, was die Bilanz schon verändert.
Mit ihnen könnte man die Mehrheit bekommen. Wir hätten die Mehrheit bekommen können. Also das ist eben etwas, was die ukrainische Regierung heute nutzt. Sie benutzt jegliche Form von Technologien. Wir haben Kandidaten, die aus Wahlzweigen haben Kandidaten, die Parteien angehörten, die diese heiklen Punkte angesprochen. Welche Verwandten haben da wen untergebracht irgendwo im Geschäft? Und damit eben die politische Richtung eines Kandidaten angepasst werden kann. Und das ist leider so. Danke. Danke sehr. Wenn man Ihnen zuhört, Herr Kollege, dann hat man das Gefühl, dass Österreich tatsächlich näher bei, es liegt nämlich wirklich näher bei der Ukraine als bei Paris. Ja, 100 Kilometer näher sind es zur ukrainischen Grenze als nach Paris. Vieles davon kommt mir aus Österreich bekannt vor. Ja? Also wir haben die höchste Anzahl an Parteimitgliedschaften in ganz Europa, wo es viele Menschen gibt, die aus opportunistischen Gründen gleich zwei Parteibücher haben, ja? Weil das also alles sozusagen durch Parteien durchsetzt ist. Also so singulär sind die Dinge in der Ukraine nicht. Sie sind leider in Europa durchaus auch ähnlich vorzufinden. Ich darf nun bitten den Herrn Kollegen Stojanov, dann würde ich sagen, setzen wir fort mit, machen wir jetzt einen kleinen Block mit drei Abgeordneten des Europäischen Parlaments, mit dem Herrn Kollegen Golnisch und dann auch dann noch den Herrn Kollegen Zalewski aus Polen. Bitte sehr, bitte. Thank you, Chair. Ja, vielen Dank. Herr Vorsitzender, ich möchte eine Bemerkung dazu machen oder einige Bemerkungen dazu machen, anstatt jetzt konkrete Frage zu stellen. Mein Name ist Dimitri Tsjanov. Ich bin Abgeordneter aus Bulgarien. Ich bin stellvertretendes Mitglied der Delegation des Europäischen Parlaments für die Ukraine. Bedauerlicherweise war ich nicht in der Lage, bei den Wahlen als Beobachter mit dabei zu sein, weil meine Hauptdelegation zum gleichen Zeitpunkt eine Sitzung in Mazedonien abhielt. Die wurde dann leider im letzten Moment gestrichen. Deswegen bin ich weder nach Mazedonien noch in die Ukraine gereist. Das war sehr bedauerlich. Ich möchte zuerst einmal ein paar Bemerkungen machen zur Frage von Herrn Tschentschenko zu den verfassungsrechtlichen Fragen. Ich war in der Ukraine 2010, kurz nach den Wahlen, und damals ging es um das Mandat der Hofna Rada. Das wurde damals noch diskutiert, das wurde noch nicht an das Verfassungsgericht geschickt. Herr Kojara erinnert sich vielleicht noch daran, an die Situation damals, bevor überhaupt dieser Fall begann. Ich bin selbst Rechtsanwalt von Berufs wegen und ich bin Spezialist in komparativem Verfassungsrecht und ich bin wahrscheinlich der beste bulgarische Anwalt für diesen Bereich, der nicht an der Universität tätig ist. Und ich habe mich dann entschieden und ich war sehr erfreut, als das Verfassungsgericht in der Ukraine ein Jahr später genau die gleiche Entscheidung getroffen hat, die auch ich getroffen hätte, bevor überhaupt das Verfahren angelaufen ist. Also vom verfassungsrechtlichen Standpunkt aus gesehen, war alles rechtmäßig und entsprach auch dem Verfassungsrecht in Europa und den demokratischen Grundsätzen. Was nun die anderen Probleme angeht, auch in Bezug auf die Wahlen, so muss ich sagen, ich bin auch Spezialist für Wahlsysteme. Und da bin ich auch wahrscheinlich der beste bulgarische Anwalt für Wahlsysteme, der jetzt nicht im Bereich der Universitäten tätig ist. Also was dieses System für proportionelle und Majorzwahlen angeht, das ist, wenn man gibt da jedem Bürger zwei Stimmen und dadurch gibt es zwei Klassen von Abgeordneten nach den Wahlen. Insbesondere bei den Direktmandaten wird es da
wird es da wirklich heftige Kämpfe geben? Die Kandidaten haben ein starkes persönliches Interesse zu gewinnen und tun das oft um jeden Preis. Und das führt dann oft zu Manipulationen. Deswegen bin ich gegen dieses gemischte System. Ich bin für ein reines proportionelles System mit der Möglichkeit, Präferenzen auf die Kandidatenlisten der Parteien aufzustellen. Für mich ist es also nicht überraschend, dass die größten Probleme bei den Direktmandaten auftreten. Wenn die, als das neue ukrainische Wahlrecht angenommen wurde mit sehr großer Mehrheit, da hat auch ein Großteil der Opposition für dieses neue Wahlrecht gestimmt, was sich jetzt als problematisch erweist. Also ich glaube, wir können jetzt nicht sagen, das war ein Fehler der Regierungspartei. Alle politischen Parteien haben für dieses Wahlgesetz gestimmt. Was zum Beispiel die Wahlausschüsse angeht und die Bestimmung der Wahlausschüsse. Also da kann man doch nicht einfach das losziehen. Also das ist für mich unverständlich, diese Art von System. Also da ist eine Änderung notwendig. Denn die Wahlausschüsse in den Wahllokalen sind ja wirklich der Schlüsselpunkt bei der gesamten Wahl. Und was die Wahlzertifikate angeht, um woanders wählen zu dürfen, damit haben wir in Bulgarien ein großes Problem gehabt in den letzten Jahren. Und bei der letzten Überarbeitung des bulgarischen Gesetzes haben wir diese Bestimmung einfach abgeschafft. Und ich kann Ihnen nur sehr ans Herz legen, dies auch zu tun. Es gibt keine andere Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen mit diesen Bescheinigungen, die es ermöglichen, an einem anderen Ort zu wählen. Ich habe mich mit Herrn Kise, einem der Kandidaten, getroffen. Er ist einer der Führer der bulgarischen Gemeinschaft in der Ukraine. Er wurde auch gewählt. Ich habe mich auch schon 2010 nach den Regionalwahlen mit Herrn Kise getroffen. Und beide Male hat er sich bei den Direktmandaten über das Verfahren beschwert. Das sogenannte Gerrymandering ist folgendes. Da werden die Wahlbezirke, die Grenzen der Wahlbezirke so abgesteckt, dass eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe aufgesplittert wird auf verschiedene Wahlbezirke, damit sie keine Mehrheit erzielen können. Also bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die bulgarische Gemeinschaft zum Beispiel in dieser Region, und ich bin jetzt auch bald fertig mit meinen Ausführungen, wurde so aufgesplittet. Aber gut, er wurde trotzdem gewählt, aber das ist auch ein Aspekt, der berücksichtigt werden sollte. Vielen Dank. But let us concentrate the debate. Ja, vielen Dank, aber wir sollten uns jetzt konzentrieren auf die ukrainischen Wahlen und nicht auf die Wahlen in Bulgarien. Ja. Ja, es ging hier um die Wahlen in der Ukraine. Ja, es gibt noch eine weitere Bemerkung, wenn Sie gestatten. Auch ein großes Land wie die Bundesrepublik Deutschland hat ein gemischtes System zur Wahl der Mitglieder des Bundestages. Herr Gollitsch, bitte. Dankeschön. Darf ich auf Französisch sprechen? Ja, wirklich? Ja. Merci. Ja, herzlichen Dank. Ich heiße Bruno Gollnisch. Ich bin Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Mitglied des Front National in Frankreich. Ich hätte nur ein paar Fragen. Tut mir leid, ich habe etwas Verspätung und ich muss auch etwas früher wieder diesen Raum verlassen. Und vielleicht wurde auf meine Fragen schon vorhin geantwortet. Ich habe das so verstanden, dass es 225 Abgeordnete gab, die im Rahmen eines Direktmandates in kleinen Wahlbezirken gewählt wurden.
Ist das ein System, wo es nur einen Wahlgang gibt, wie in Großbritannien, oder gibt es zwei Wahlgänge, wie in Frankreich? Das ist meine erste Frage. Zweite Frage, was die beiden 225 anderen Abgeordneten angeht, die aufgrund einer proportionellen Liste gewählt werden. Ist das eine nationale Liste oder eine Liste, die auf regionaler Ebene erstellt wird? Das wäre also die zweite Frage. Und dann noch zwei Bemerkungen, was die Minister angeht, die als Kandidaten auftreten. Es ist ja nicht zu verurteilen, dass Minister an sich Kandidaten sind, aber es ist die Tatsache, dass sie ihre Macht missbrauchen. Und dann zweite Bemerkung, und da möchte ich jetzt mein Land zitieren, aber wir hier in der Europäischen Union sind ja auch oft Beispiele für die ganze Welt, aber wir vertreten etwa 8 Millionen Wähler, und seit einem Vierteljahrhundert ist es in Frankreich so, dass wir keinen einzelnen Abgeordneten oder Senator haben. Aufgrund des Wahlverfahrens und aufgrund der Koalitionen, weil man versucht, uns aus dem politischen Leben rauszudrängen. Bei den letzten Wahlen 2012 waren wir Dritte mit 18% der Stimmen bei der Präsidentenwahl. Haben wir bei den Legislativwahlen noch einmal bestätigt. Und insgesamt haben wir nur 2 Abgeordnete von 570. Also die Situation in Frankreich ist noch schlimmer als in der Ukraine. Damit möchte ich nicht sagen, dass Sorgen von Herrn Sevtschenko unbegründet werden. Nein, im Gegenteil, sie müssen sehr ernst genommen werden. Aber ich möchte auch dies noch einmal betonen. Vielen Dank. Danke sehr, Kollege Golnisch. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt gleich weiter mit dem Herrn Kollegen Zalewski, und dann würde ich eine kurze Antwortrunde machen, und dann würden wir die nächsten Wortmeldungen dran nehmen, wenn Sie einverstanden sind. Bitte sehr. Herr Kollege Zalewski. Thank you very much. First of all, thank you very much. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass Sie diese Sitzung veranstaltet haben und dass wir die Möglichkeit bekommen, über die Wahlen in der Ukraine zu sprechen, weil das wirklich ein Thema ist, das für alle sehr interessant ist, die sich mit europäischer Nachbarschaftspolitik befassen. Denn die Ukraine ist da ein sehr wichtiges Land im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik. Das ist uns allen klar. Und wir beobachten natürlich die Situation in diesem Land mit gemischten Gefühlen, mit Hoffnung und auch mit einem gewissen Gefühl der Bedrohung. Und diese Wahlen waren für uns wichtig, um ein Verständnis dafür zu gewinnen, in welche Richtung sich die Ukraine bewegen wird. Die Bedrohung bestand darin, dass die Größenordnung der Manipulationen dazu führen würde, dass eine konstitutionelle Mehrheit notwendig werden würde. Das ist Gott sei Dank dann nicht passiert, denn dadurch wäre wirklich der Wille des ukrainischen Volkes mit Füßen getreten worden. Alle Wahlbeobachter, und dazu musste man nicht an einer Beobachtungsmission persönlich teilnehmen. Es reichte schon, wenn man die Presse las. Da hat man gesehen, wie die Größenordnung der Unregelmäßigkeiten war während der Kampagne. Also das war wirklich, es gab auch viele Wahlfälschungen. Das war wirklich allen klar. Und niemand kann behaupten, dass diese Wahlen den OSZE-Standards entsprechen würden. Aber andererseits ist es ja auch so, dass wir die Ergebnisse vergleichen können, der Umfragen vergleichen können mit den Wahlergebnissen. Und deswegen können wir auch nicht behaupten, dass diese Wahlen nicht dem Willen der ukrainischen Bevölkerung entspricht. Wir können natürlich sagen, dass die Wahlen nicht den Standards entsprechen, aber insgesamt entspricht das Ergebnis der Meinung der Ukrainer. Und das müssen wir als Europäische Union anerkennen und respektieren. Das ist die Grundlage für unsere weitere Zusammenarbeit mit der Ukraine. Das ist mein erster Standpunkt. Und zweite Frage,
das betrifft das Thema, das wir jetzt besprechen. Welche Konsequenzen hat es für die Beziehungen zwischen der Ukraine und der EU, also das Ergebnis der Wahlen? Also wir sehen, dass die Verkhovna Rada zusammengestellt wird am 17. Dezember, nicht wahr? Also recht bald also. Und wir beobachten natürlich auch, wie die einzelnen Lager aufgeteilt werden. Und wir hoffen, dass da bestimmte auch Kräfte teilhaben werden an Verkhovna Rada. Und da sollte dann auch proportionell dafür gesorgt werden, dass die Parteien auch proportionell so vertreten sind, wie es dem Wahlergebnis entspricht. Und da gibt es noch ein anderes wichtiges Stadium. Die Wahlen sind jetzt vorbei. Jetzt werden wir sehen, was in den 5 Wahlbezirken passiert. Aber was? Wie sieht es aus mit der Aufstellung von Verkhovna Rada? Welche Rolle wird dort die Opposition spielen? Und ich hatte eine Frage an Herrn Senchenko. Herr Senchenko ist ja ein Vertreter einer politischen Partei. Glauben Sie, dass es nach den Wahlen notwendig sein wird, dass es da das Klima, die Möglichkeit gibt, eine Assoziierungsvereinbarung mit CFDA zu unterzeichnen? Muss es da Bedingungen dafür geben? Und falls ja, welche Bedingungen müsste es dafür geben? Angesichts der fortgeschrittenen Zeit muss ich jetzt gleich die beiden weiteren Redner aus dem Parlament auch noch dran nehmen und dann würde ich vorschlagen, machen Sie ein Antwortsschlussstatement gleich, weil wir müssen dann um 8 Uhr pünktlich den Raum verlassen. Das heißt, ich würde jetzt den Kollegen van der Stoep bitten und dann den Kollegen Nick Griffin auch noch die Wortmeldungen abzugeben. Bitte sehr. Bitte. Yes, thank you very much. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch dafür, dass diese Sitzung organisiert wurde. Also das Europäische Zentrum für geopolitische Analyse, wie Matthäus. Also man hat mich damals aufgefordert, in die Ukraine zu gehen, um dort bei einer Beobachtermission teilzunehmen. Ich wusste damals überhaupt nichts über die Ukraine. Meine Assistenten haben mich dann gut informiert und ich weiß jetzt mehr über die Ukraine als der durchschnittliche Ukrainer. Das war schon mal ein guter Anfang und ich war sehr beeindruckt, wie nett die Menschen dort waren. Und dann kam's, dann waren wir aber bei den Wahlen als Beobachter dabei. Und wir sind da als Beobachter dabei. Und ich als Entscheidungsträger. Meine Arbeit dort ist mal zu sehen in den Wahllokalen, ob da die Regeln eingehalten werden. Ob da Leute in der Straße noch ihre Kampagnen führen und so weiter. Das ist meine Aufgabe als Beobachter. Also wir waren da in den Wahllokalen. Und ich habe da einige problematische Dinge beobachtet, zum Beispiel was die Geheimhaltung angeht. Also diese Wahllokale, da konnte man nicht geheim wählen. Das war nicht abgetrennt. Discussion about die Wahlurnen. Und das haben wir schon vorher in der Ukraine gesehen. Aber andererseits haben wir dann auch bei einer Pressekonferenz den Eindruck bekommen, dass die Leute das nicht gestört hat. Die hatten gar keine Angst davor, ihre Stimme abzugeben. Sie wussten, dass ihre Stimme nicht gegen sie verwendet werden konnte. Zumindest in den Wahllokalen, die wir beobachtet haben. Herr Senchenko hat auch ein weiteres Problem erwähnt, nämlich dass Personen, die älter sind oder krank sind, von zu Hause aus wählen können, die selbst also nicht zum Wahllokal gehen können, dann kommt ein Polizist zu ihnen und nimmt ihren Stimmzettel mit. Damit haben wir ein Problem mit diesem System. Und daran sollte auch etwas geändert werden. Und dann gab es ein Wahllokal, wo die Leute, die die Wahlzettel verteilt haben, in die Wahlkabinen hineinschauen konnten. Das war also transparent. Das war auch keine gute Sache. Also da gab es wirklich keine freie Wahlentscheidung. Und
Der Vorsitzende hätte da wirklich etwas unternehmen müssen. Das hat sie aber nicht getan, weil es da strenge Regeln gab. Aber man sollte... die Möglichkeit auch schaffen, in den Wahllokalen etwas zu verändern, ohne dass jemand Angst vor den möglichen Konsequenzen haben muss. Aber auch da schienen die Menschen sich nicht daran zu stören. Was nun die anderen Themen angeht, die schon angesprochen wurden, nämlich welche Probleme gab es mit den Wahlen? Ich kann natürlich nur über das sprechen, was ich selbst beobachtet habe. Und es ist natürlich nie gut, wenn die Polizei ein Wahllokal angreift. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Senchenko. Sie haben 34 Wahllokale erwähnt, wo es zu Problemen gekommen ist. Gab es da immer Probleme zugunsten der Koalitionsparteien? Oder waren diese Probleme oft auch zugunsten der Oppositionsparteien? Denn wenn das sich mehr oder weniger ausgleicht. Also das ist meine Frage. Vielen Dank. Dear colleague, now Mr. Griffin, please. Herr Griffin, bitte. Ja, vielen Dank. Nick Griffin, EU-Abgeordneter. Ich war auch Beobachter bei diesen Wahlen. Ich habe sie als demokratisch gut organisiert und sehr entspannt gesehen. Also es war nicht perfekt, aber viel besser als das, was wir im Vereinigten Königreich erleben. Eine Bemerkung an Herrn Senchenko. Sie sagen, dass es da Manipulation der öffentlichen Meinung gegeben hat, dass Menschen bedroht wurden, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Und also da habe ich das Gefühl, Sie sprechen vom Vereinigten Königreich und nicht nur von der Ukraine. Also da kann man die Leute auch noch bedrohen, dass man sie aus ihrem Haus wirft. Aber jetzt mal ernsthaft. Also Sie haben mir hier die gefälschten Wahlanträge gezeigt, um von zu Hause aus zu wählen. Ist das ein Problem aufgrund der Korruption oder sind das einfach Wähler, die zu faul sind, zum Wahllokal zu gehen? Denn wenn es echte Wähler sind, dann wählen sie doch zu Hause genauso, wie sie im Wahllokal wählen würden. Das ist ein Problem, aber es ist ein kleines Problem im Vergleich zu Großbritannien, wo wir 2 Millionen fiktive Wähler haben, die per Post wählen. Also ihr System ist vielleicht nicht gut, aber es ist immer noch besser als das unsere. Und dann eine zweite Frage an Herrn Piskorski. Also die Frage, wo also diese Mobiltelefone benutzt wurden, um Wahlbulletins zu fotografieren. Das ist ein Problem, das sich noch weiter verbreiten wird, und zwar in jedes demokratische Land, nicht nur in die Ukraine. Und Sie sind ja Wahlexperte. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie man dagegen steuern kann? Senchenko, and I think it's fair to... Ja, ich denke, wir beginnen mit Herrn Senchenko, dann mit Monteusz, dann Herr Koschara und dann Herr Bondarenko. Bitte. Vielen Dank. Ich antworte auf die Fragen von Herrn Gollnisch, wo die Wahllisten angesprochen worden und die Mehrheitskandidaten in einem Wahlgang. Das ist also heute das Gesetz. Der Abgeordnete aus Bulgarien hat gefragt, dass das jetzt nicht vollständig sein. Das hat mit der Verfassung zu tun. Ich teile Ihre Position, dass man da das Parlament so gewählt haben, aber dass da Manipulationen vorgekommen sind, das geht zurück aufs Verfassungsgericht, wo man das durchgeführt hat, was eine Entscheidung von Herrn Kutschma gewesen sind. Das sind all diese Verfahren, die vorgesehen sind durch die Verfassung. Herr Sajewski, Sie haben etwas gesagt über die Assoziierung und die Freihandelszone. Für uns ist das eine sehr wichtige Frage, denn wiederhole ich mich da jetzt, aber dies, was wir
jetzt manipuliert haben. Das ist aber dennoch die Wahl der Bürger der Ukraine. Es gibt Antworten und Veränderungen der Situation in der Ukraine. Das sind alles Fragen, da muss man Antworten in Europa suchen. Und ich denke nicht, also wir sind keine Befürworter dessen, dass die Ukraine so schnell wie möglich sich in Europa integriert. Wir denken, man darf aber auch nicht die demokratischen Prinzipien aufgeben. Das sind die Normen, die die Lebensnormen in europäischen Ländern sind. Wenn wir es können, und ich bin mir sicher, dass wir es können, aber ist noch nicht klar, wann, dann wird die Ukraine diese Möglichkeit der Integration sicher positiv sehen. Die heutige ukrainische Regierung ist eigentlich nicht interessiert an europäischer Integration. Man ist auch nicht interessiert an einer Annäherung an die Russische Föderation. Das Regime hat da eine ukrainische Elite, die das Land im Griff hat und die ungeteilt den Haushalt im Griff hat. Und bei diesen Fragen, da brauchen die keine Kritiker von Seiten Europa und auch keine, die da teilhaben wollen und keine russischen Oligarchen, die da vielleicht auch ihre Hände gerne drin hätten. Der derzeitige Zustand ist meiner Ansicht nach der, den eben die ukrainische Regierung so haben will. Und dann meiner Auffassung nach, was man da tun machen müsste, um voranzukommen. Also heute ist es auch, morgen kann das anders aussehen. Es gibt Bürger, die anders leben wollen und die meinen, dass diese Norm, die Europa hat, positiv aussehen und dass sie die gerne in ihrem Lande auch hätten. Ich meine, es ist sehr wichtig, dass neben der ukrainischen Regierung auch noch andere Vektoren gelten sollten, andere Ebenen mit Leuten in Mittel- und Kleinbetrieben, dass es da entsprechende Programme aus Europa geben soll, mit der Jugend zum Beispiel diese Bildungsprogramme, wissenschaftliche Programme, das es ist etwas, was offiziell angenommen ist auf der Ebene von offiziellen Abkommen ist das noch nicht angekommen, aber das könnten künftige Schritte für eine Integration des Landes sein. Herr Wunschamp hat eine Frage gestellt zu diesen 35 Kreisen, von denen wir meinen, dass die Wahlen verzerrt worden sind. Das sind Kreise der Opposition. Wir haben jetzt nicht gehört, dass da irgendwelche oppositionelle Tendenzen wären. Wir haben das nicht gehabt. Also bei allen Auseinandersetzungen aus den drei politischen Kreisen, jeder kämpft da um die Macht irgendwie, aber wir haben uns doch gemeinsam darauf verständigt, dass wir einen gemeinsamen Wert vertreten. Das ist das Land auf den demokratischen Entwicklungsweg zurückzubringen. Das sind gemeinsame Wege mit sehr unterschiedlichen Positionen, wie das erfolgen sollte und wie die einzelnen Lebensaspekte aussehen sollten. Aber wir haben doch die einheitliche Sicht, welchen Weg wir einschlagen sollten. Da gibt es jetzt gerade keine Widersprüche unter uns. Und dann noch einige Worte zum Gesetz. Das ist angesprochen worden bei mehreren Kollegen. Inwiefern das gut entwickelt ist. Also das Gesetz, also dass diejenigen, die nicht in der Wahlurne wählen, dass das offen Fälschung sei. Also die Leute der Wahlkommission sind oft gegangen zu älteren Leuten, haben die dann auch beraten, wie sie wählen könnten, die halt nicht selbst wahlen konnten. Das ist an sich eben ein Problem, weil man sie eben da irgendwie beeinflusst hat. Also von selbst kommen die Leute aber auch nicht. Die nächste Haus, in der eine Gruppe da
entsprechende Wahl zu Hause haben will. Da heißt es, heute ist die Wahl, da wird der Wahlschein ausgefüllt und dann kommt er eben zurück und bringt die Ergebnisse. Also das ist ziemlich zynisch abgehandelt worden. Und ja, unserer Auffassung nach ist das Gesetz eine Frage eben der Wahlsystems. Die Minderheit hat kaum die Ressourcen teilzunehmen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie der Gesetzgeber da Normen vorgeben soll im Gesetz, die eine Sondereinheit der Polizei dazu bringt, ein Wahllokal zu stürmen. Braucht man ein solches Gesetz? Kann man der Regierung nicht vorgeben, dass da Sitzungsberichte der Wahlkommission geändert werden und da ein Stempel drauf gemacht wird, sodass Opponenten da nicht meinen, dass es da zum Beispiel auch Banknoten gibt mit einheitlicher Förderung. Das hat die Regierung aber nicht gestört. Also das ist eben insbesondere in diesen 35 Kreisen so der Welt gewesen. Es ist so, dass die Regierung, hat die Regierung im Rahmen des Gesetzes noch gehandelt oder nicht? Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Thank you very much. When it comes to the question of... Vielen Dank. Wenn es um die Frage von Herrn Griffin geht, kann ich Ihnen sagen, soweit ich weiß, gibt es kein perfektes Wahlsystem auf der ganzen Welt und keine politische Kultur weltweit ist perfekt. Und in jeder politischen Kultur gibt es auch Korruption, wenn es um diese Mobiltelefone mit Kameras geht, so ist es so, dass die Wahlkabinen in den Wahllokalen, also wo man dann beweisen sollte, wie man gewählt hat, und daneben dieses mit dem Fotohandy dieses Foto machen soll. Also wir können daran nichts ändern, es sei denn, wir führen wirklich eine Sicherheitskontrolle ein in den Wahllokalen, ähnlich wie am Flughafen. Ich denke, es ist unmöglich, diese Praxis zu bekämpfen. Und ich glaube, da hilft es nur wirklich, an der politischen Kultur des Landes anzusetzen. Vielleicht können wir da auch einfach etwas verändern, indem wir die Lebensbedingungen und das gesellschaftliche System insgesamt verbessern. Dann lassen sich die Leute nicht so schnell korrumpieren von den Kandidaten. Und ähnliche Dinge gab es ja auch in Polen bei Regional- und Kommunalwahlen. Da war es so, dass das mehrheitliche System normalerweise anfälliger ist für derartige Praktiken. Also das ist jetzt mein Schluss, nachdem ich mehrere Wahlen in verschiedenen Ländern beobachtet habe. Was die Diskussion insgesamt angeht, möchte ich nur eine kurze Bemerkung machen. Wie Herr Zalewski schon gesagt hat, ungeachtet all dessen, was hier gesagt wurde und ungeachtet all dessen, was von der Opposition und von den Teilnehmern der Wahl angeführt wurde, so ist es so, dass das Ergebnis der Wahlen den Umfragen entspricht, die vor den Wahlen, mehrere Wochen vor den Wahlen durchgeführt wurden. Also da wurden ja mehrere Umfragen durchgeführt, ich glaube 2 Wochen vor dem Wahltag. Also, wenn es jetzt darum geht, dass das Volk seine Vertreter wählen kann, dann kann man sagen, dass das Wahlergebnis auch wirklich der Meinung der ukrainischen Bürger entspricht. Daran habe ich keinen Zweifel.
Und selbst die radikalsten Oppositionsparteien, wie zum Beispiel Svoboda, die rechte Partei, sogar diese Partei erkennt die Wahlergebnisse an. Denn sonst hätten wir eine Situation wie in einem Land der Europäischen Union, in Litauen, dann hätten wir nämlich ein politisches System, das gelähmt ist, das blockiert ist. Und das möchte ich niemandem wünschen, vor allem nicht der Ukraine. Vielen Dank. Vielleicht können Sie auch auf die Frage von Herrn Gollnisch eingehen bezüglich des Wahlsystems. Also wie diese beiden, die jeweils 225 Abgeordneten gewählt werden. Leider ist Herr Dejanov schon gegangen, aber ich kann ihm sagen, dass ich seine Grüße an Herrn Kisse weitergeben werde, der wiedergewählt wurde in seiner Region. Es wird einen Nachfall geben, weil Herr Kisse Mitglied war der regionalen Regierung. Herr Sterno hat dieses Losverfahren als sehr negatives Beispiel zitiert. Also, es haben 87 Parteien an dieser Wahl teilgenommen, auch auf kommunaler Ebene. Und die Parteien, die schon im Parlament vertreten sind, die haben ihre eigenen Quoten in den einzelnen Ausschüssen, und zwar auf den verschiedenen Ebenen. Das heißt, dass nur die Parteien, die neu hinzukommen, noch keine Quote haben. Aber als der zentrale Wahlausschuss festgestellt hat, dass 87 Parteien an den Wahlen teilnehmen würden, was sollten sie da tun? Sie sind nach dem Gesetz vorgegangen und dieses Losverfahren ist im ukrainischen Gesetz festgehalten. Und dieses Gesetz wurde mit großer Mehrheit angenommen. Alle Parteien haben dafür gestimmt. Und dieses Losverfahren ist natürlich vielleicht nicht das optimale Verfahren, aber es ist die gerechteste Vorgehensweise. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben da irgendwo einen kleinen Raum, irgendwo in einem kleinen ukrainischen Dorf. Können Sie sich vorstellen, dass da 87 Parteien ihre Vertreter hinschicken können? Das geht ja gar nicht. Und ich möchte auch auf die Fragen von Herrn Gollnisch eingehen, zu Ihren Bemerkungen zum gemischten Wahlsystem. Meiner Ansicht nach entspricht dieses gemischte System doch eher den Interessen des ukrainischen Volkes als ein rein proportionales System. Warum? Da möchte ich ein eigenes Beispiel anführen. In meiner Partei bin ich zuständig für Außenbeziehungen. Und ich bin auch Sprecher für Außenbeziehungen. Und ich bin leider öfter in Brüssel als in meinem Wahlbezirk. Und als wir ein rein proportionales System hatten, da war es klar, dass die regionalen Interessen nicht wirklich vollständig berücksichtigt werden in der Rada. Und die regionale Vertretung in der Rada ist mit diesem System sehr klar. In meiner Partei ist es so, dass diejenigen, die im proportionalen Wahlsystem gewählt werden, aus zwei oder drei östlichen Bezirken sehr groß sind. In meiner Fraktion ist es so, dass da 172 Abgeordnete gewählt wurden. Ursprünglich 70 kamen von der sogenannten Donetsk-Region. Deswegen ist für mich klar, dass dieses gemischte System
die regionalen Interessen besser darstellt und deshalb auch die Interessen des ukrainischen Volkes. Und in der Ukraine arbeiten wir an einer neuen Verfassung. Der Präsident der Ukraine hat die Verfassungsversammlung einberufen. Wir hoffen, dass die Opposition an dieser Arbeit teilnehmen wird, damit die Ukraine eine Verfassung bekommt, die den Interessen des ukrainischen Volkes Rechnung trägt, so gut wie möglich. Nationale und regionale Aspekte, ja, im Gesetz ist ja klar festgehalten, dass wir nationale Parteilisten haben. Das heißt, also auf der Parteiliste wird die eine Parteiliste gilt für das gesamte Land, für die gesamte Nation. Ich möchte auch noch Herrn Zalewski antworten, der leider schon den Raum verlassen hat. Seine Bemerkung war eher politischer Natur. Er hat erwähnt, dass die ukrainischen Wahlen vielleicht eine Bedrohung darstellen könnten für die EU oder Polen. Ich kann ihm versprechen, dass ich seine Worte sehr ernst nehmen werde. Denn die Ukraine hat Polen noch nie als Bedrohung für die Ukraine angesehen. Ich weiß, in welchem politischen Lager Herr Zalewski angesiedelt ist und für viele seiner Parteikollegen war es nicht so wichtig, wen das ukrainische Volk wählen wird, sondern was mit Julia Tymoschenko passieren wird, die im Gefängnis ist. Aber es gibt auch einen Lichtblick, denn jetzt ist die Ukraine wirklich integriert. Denn wir haben jetzt auch ähnliche Parteien in der Europäischen Union, also drei der Parteien gehören zur EVP-Familie. Und wenn, es wurde gesagt, wenn die Opposition nicht gewinnt, dann kann das eine Bedrohung sein. Und ich werde das auch weitergeben an meine Parteikollegen und wir werden darüber nachdenken, wer jetzt für wen eine Bedrohung darstellt. Dann möchte ich auch auf Herrn van der Stoep eingehen. Also was diese transparenten Wahlkabinen angeht. Früher hatten wir Wahlkabinen, die nicht transparent waren, aber da gab es einige bedauerliche Fälle, wo also dann in nicht transparente Wahlurnen die Wahlzettel hineingesteckt wurden. Und deshalb haben wir dann beschlossen, transparente Wahlurnen aufzustellen, damit die Leute von der Wahlkommission sehen, wie viele Wahlzettel jemand in die Urne steckt. Ja, darf ich kurz unterbrechen? Ja, da scheint es ein Missverständnis zu geben. Es ging ja nicht um die Wahlurne, es ging um die Kabine, die Wahlkabine, also der Ort, wo man sein Kreuzchen macht, also auf dem Zettel. Also, dass diese Wahlkabine wirklich transparent ist. Also, wenn es da eine transparente Wahlkabine gab, dann ist das gegen das Gesetz. Das ist ein klarer Gesetzesbruch. Ja, ich war bei diesem Wahllokal mit Herrn van der Stoep. Also es gab zwei Probleme. A voting person didn't shut the curtains. There were curtains, but they were virtually transparent. Having said which, as Mr. van der Stoep said, we watched and nobody seemed to care. Mm-hmm. So it's a technical flaw rather actually than an issue of potential corruption or abuse. Mm-hmm.
But it was a single observation. It was one single race. And they say it was because of the shape of the room, yeah, and they had alternatives. It wasn't regular. It wasn't a regular thing, yeah. So, but if the voting process was transparent, to the extent that it was a transparent, people could see how people voted, so it's a violation. That's too much transparency. Yes, too much. So, about home voting. So, according to official data, 2.7% use their right for home voting in Ukraine. It is less than in the elections of 2007 and 2006. I cannot recall now exact figures of the previous elections, but in 2007 and 2006 we had around 4% of home votings. This time 2.7%. And I don't think those home votings make any case and influence the overall result of the elections. So I think this is it. Thank you. Thank you very much. And now, last one, Mr. Oleg Bondarenko, please. Vielen Dank noch einmal, Herr Stadler, für die Möglichkeit zu diskutieren über die Ukraine in the Europäischen Parlament. Что касается вопросов, то я для себя вот несколько таких моментов выделил. Во-первых, нарушения. Понятно, что ни одни выборы не проходят без нарушений, но очень интересна природа этих нарушений. Например, на этих выборах некоторые наблюдатели делали такие замечания, что, например, семья идет и, как раз вот сейчас говорили про кабинки для голосования, и семья вместе заходит в эти кабинки и голосует. А с одной стороны, это нарушение, потому что муж влияет на выбор жены, жена на выбор мужа или на выбор ребенка. Да? Но с другой стороны, в Украине, где есть, безусловно, традиционное общество, это вряд ли можно признать серьезным нарушением. Хотя формально это нарушение. А второй очень интересный момент по поводу того, кому идут на пользу фальсификации. Вы знаете, сложно говорить сейчас, хотя, безусловно, по ряду округов я не исключаю того, что были взаимные фальсификации, да? Не только со стороны партии власти, но и со стороны оппозиции. И нужно понимать, что такое партия власти в украинских реалиях, где Западная Украина фактически находится под руководством наиболее радикальной партии, оппозиционной партии Украины, партии «Свобода», где Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, практически абсолютное большинство этой партии имеет в городских собраниях. Так вот, кто в этих ситуациях власть, кто оппозиция, да? Это тоже хороший вопрос. И, знаете, на выборах 2010 года, местных локальных выборах, там были зафиксированы разные случаи фальсификации, они были взаимны. Да? Если на Востоке эти фальсификации могли иметь характер провластный, ну, провластные они и там, да? Только власть в одном случае партия регионов, в другом случае это оппозиция. Спасибо вам большое, господин Гольниш, за вопрос по поводу двухтуровых выборов по одномандатным округам. Этот французский опыт, безусловно, заслуживает особого внимания и интереса. И в условиях Украины, возможно, он может быть теоретически актуален по причине того, что в двухтуровых выборах существует некая, так скажем, страховка от победы радикалов. И если, например, в Киеве, в одном округе... I'm sorry, but if people vote for the radicals, I am supposed to be a radical. If you are a Democrat, radicals should have their place. Sorry. I'm supposed to be a radical for 25 years in this parliament, okay? If you are a Democrat and if people vote for the radicals should be represented. I don't like, for example, the extreme left or not the communists. But if people vote for them, they should have their place in the parliament. Mr. Stadler is supposed to be a radical too. Sometimes. When he has his place in the Austrian parliament. And if the purpose of if the purpose of a system is just to evacuate the people who are non-politically correct,
This cannot be called democracy. Спасибо вам большое, но я здесь не хотел бы спорить, я понимаю, что есть радикал и радикал. Разные вещи. Да? А в принципе, если говорить об угрозах для молодой демократии, которая, безусловно, Украина является, то главной проблемой, на мой взгляд, остается то, что вопрос, кто сядет в случае прихода следующей новой власти, он до сих пор остается актуальным. И не стоит забывать о том, что в 2005 году, после победы оранжевой революции Виктора Ющенко, было огромное количество уголовных и далеко не всегда справедливых и правовых преследований представителей партии регионов. Я не являюсь сторонником ни Батьковщины, ни партии регионов, но ради справедливости нужно напомнить о том, что огромное количество депутатов и политиков партии регионов тогда, в 2005 году, имели большие проблемы. И эти проблемы носили скорее не правовой характер, а понятийный характер. Так вот, главная проблема, на мой взгляд, для Украины, которая остается на сегодняшний день, это когда в условиях отсутствия такой проработанной, детализированной правовой базы продолжает действовать принцип принятия решений, основанный на понятийной, а не правовой логике. И вполне теоретически можно допускать, что в случае победы тех сил, которые на сегодняшний момент являются оппозицией, определенными неправовыми преследованиями подвергнутся все силы, которые сегодня находятся в области. Это проблема, и ее нужно решать как-то совместными усилиями. Спасибо. Herzlichen Dank für die hochinteressanten und sehr, sehr lebhaften Debattenbeiträge. Ich glaube, als Resümee können wir schon sagen, die Ukraine ist grundsätzlich auf einem demokratischen Weg. Die Ukraine ist ein unglaublich wichtiger Partner für uns in der Europäischen Union, aber auch für die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union. Wir sind davon überzeugt, und hier teile ich die Einschätzung des Kollegen Zalewski, dass das Wahlergebnis, so wie das Parlament jetzt zusammengesetzt ist, und das ist für die Demokraten das Wichtigste, den Willen der ukrainischen, des ukrainischen Volkes wiedergibt, widerspiegelt. Das ist das Bedeutendste und Wichtigste für die, aus dem, vor dem Hintergrund des Aspektes der Legitimität. Und wir meinen, dass die politische Kultur in jedem Land verbesserungswürdig ist, auch in der Ukraine, und dass sich das auch entwickeln wird. In diesem Sinne, meine Herren, darf ich Ihnen danken für Ihre Diskussionsbeiträge, für Ihr Kommen. Ich darf Ihnen in diesem Sinne auch alles Gute für Ihre weitere Entwicklung wünschen, für die Entwicklung der Ukraine. Sie ist für uns, wie gesagt, auch von besonderer Bedeutung. Ich darf allen danken, die so lange ausgeharrt haben. Wir haben jetzt fast etwas mehr als 2 Stunden hier diskutiert und Diskussionsbeiträge gehört. Ich darf Sie nunmehr noch einladen zu einem Cocktail hier im Anschluss an diese Veranstaltung und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute.